Hi, ich bin Johannes von Lesenet und das hier ist die Sony Reader PRS650 Touch Edition. Nachfolgemodell vom PRS600. Modellname war ebenfalls Touch Edition. Rein optisch sind die Veränderungen beim neuen Modell wirklich überschaubar. Dieser Menübutton hier ist jetzt rund, war früher länglich, also wirklich nur Veränderungen im Detail. In optischer Hinsicht und auch beim Blick aufs Datenblatt hat sich auf den ersten Blick relativ wenig getan. Der interne Speicher beträgt jetzt 2 GB bei diesem Modell hier. Früher waren es 512 MB bei der PRS600 Touch Edition, also eine Vervierfachung des Speichers, der auch nach wie vor erweiterbar ist über Memory Stick Duo-Karten sowie über eine SD-Karte, die ich hier oben einschieben kann. Entscheidende Neuerung ist das Display. Ist jetzt ein optischer Touchscreen von Sony so genannt. Also wir haben es jetzt hier mit Infrarotsensoren zu tun, die im Rahmen integriert sind und eine Berührung von mir aufs Display sozusagen verorten, haben also nicht mehr einen zusätzlichen Touch-Layer auf dem Ink-Screen, wie es beim PRS600 war. Und was da sehr störende Spiegelungen und milchige Textdarstellungen hervorrief. Also die Textdarstellung, werden wir gleich auch nochmal sehen, ist beim Sony Reader PRS650, bei der Touch Edition hier, wirklich über jeden Zweifel erhaben, sage ich mal. Ab sofort zu haben im Sony Online Store, Kostenpunkt 230 Euro, ein stolzer Preis, muss man sagen, gerade auch vom Hintergrund, dass das Lesegerät nach wie vor kein integriertes Wi-Fi hat, also keine kabellose Konnektivität zum E-Book Store. Was schade ist, aus Gründen, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde. Und was zum Beispiel hier der Kindle 3, ein direkter Konkurrent, würde ich sagen, weil ebenfalls mit dem neuartigen Pearl Ink Screen ausgestattet und auch frisch überarbeitet, eben schon mitbringt. Also hier habe ich einen integrierten E-Book Store, im Moment nur mit englischsprachiger Literatur oder hauptsächlich mit englischsprachiger Literatur, aber beim PR650 muss ich auf diese Möglichkeit verzichten und E-Books wirklich über ein USB-Kabel auf das Lesegerät übertragen. Apropos USB-Kabel, liegt im Karton mit der PRS650 Touch Edition, ist inklusive und das war es aber leider auch schon in Sachen Inklusivzubehör. Also wir haben keinen Soft Sleeve mehr, wie wir ihn noch beim Vormodell PRS600 hatten im Paket. Beim 505er, also dem Vorvormodell, was wir hier sehen, war ja sogar noch ein Ledercover im Lieferumfang enthalten. Finde ich schon schade, muss ich sagen, dass der Lieferumfang da immer mehr reduziert wird, immer mehr sozusagen der Kunde dazu getrieben wird, kostenpflichtiges Zubehör zu kaufen. Denn ganz ehrlich, so ein elektronisches Lesegerät würde ich nicht ungeschützt in meiner Tasche mitnehmen. Also ein Zusatzkauf von ja, einem Soft Sleeve oder einem externen Ledercover ist da schon Pflicht. Wir sind jetzt hier im Hauptmenü, sehr schön gestaltet. Übersichtlich. Hier oben gibt es eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf den zuletzt aufgerufenen Text. Papierkrieg, 1 von 4 inklusive E-Books, die im Speicher vorinstalliert sind sozusagen. Darüber hinaus kann ich hier auf mein Bücherregal zugreifen oder einen von 3 weiteren zuletzt angesehenen Texten direkt aufrufen und habe hier unten noch ein paar Tabs für weitergehende Funktionen des Lesegeräts. Die Bedienung erfolgt entweder über den berührungsempfindlichen Bildschirm hier direkt mit dem Finger oder mit dem Stylus, den wir hier sehen, der eine abgerundete Oberfläche hat, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Also mir zumindest erstmal schwer fiel, damit präzise Eingaben zu machen, aber nach einer Weile dann auch relativ problemlos von der Hand geht. Also man gewöhnt sich dran. Mal ein Blick auf die weiteren Tabs hier. Anwendungen offenbart uns hier ein Image Viewer, den es gibt, Handschriften, also Skribbelei. Wir sehen hier schon so ein paar ja, vorinstallierte Zeichnungen. So gelungen habe ich es noch nicht hinbekommen, muss ich gestehen. Darüber hinaus gibt es ein Wörterbuch hier, auf das wir gleich auch nochmal eingehen werden. Textmemos für getippte Notizen. Da gehen wir jetzt mal rein. Und ja, tippen hier ein bisschen rum. Um mal zu zeigen, wie schnell das hier geht. Wir sehen hier auch schon automatische Ergänzungen, die es gibt. Also wirklich eine gute Tastatur, wer schon mal auf dem Smartphone, schon mal ein Smartphone sein eigen nannte und da die Bildschirmtastatur ja, ausprobiert hat. Der Sony PRS650 ist ja durchaus auf einem Niveau. Man macht relativ wenig Fehler und kann die Notizen, die hier angelegt werden, dann auch problemlos exportieren. Vor allem natürlich, also noch schneller geht die Tipperei, wenn ich mir die Ausrichtung verändere, das Ganze im Querformat anzeigen lasse, ist klar. MP3-Player ist hier auch noch inklusive. Audio sehen wir hier. 3,5 mm Kopfhöreranschluss ist hier unten. Lautsprecher gibt es nicht. Und ja, Einstellungen ist das Übliche.
Ich gehe mal in ein Buch rein. Papierkrieg kann ich hier nehmen. Und habe dann eine Textanzeige, die wirklich in Ordnung ist. Also das mal in direkten Vergleich gesetzt zum PS 505. Also der vorletzten Modellgeneration sehen wir schon, dass der Hintergrund beim PS 605 ein bisschen heller ist und die Schrift dunkler. Also ganz eindeutig. Da gibt es schon deutliche Vorteile, was so die Lesequalität, die Textdarstellung betrifft bei dem PS 650 gegenüber dem PS 505, aber auch und vor allem, wie ich finde, gegenüber dem PS 600, also dem Vormodell vom PS 650, dessen berührungsempfindlicher Bildschirm ja nicht nur gespiegelt hat, sondern auch die Textdarstellung negativ beeinflusste. Also das Ganze so ein bisschen wichtiger anzeigte. Wenn wir das mal ins Verhältnis zum Kindle 3 setzen, der ja auch über ein Pearl-Ink-Display verfügt, sehen wir, dass sich die beiden Textanzeigen hier relativ wenig geben. Ich finde beim Kindle 3 die Schriftdarstellung noch ein bisschen gelungener, muss ich sagen. Es gibt auch mehr Auswahlmöglichkeiten, was ja, die Textanzeige hier betrifft, mehr Veränderungsmöglichkeiten, Anpassungsmöglichkeiten. Dazu vielleicht noch, wir haben hier sechs verschiedene Zoomstufen. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer, allerdings keine Möglichkeit, die Schriftart zu ändern, also den Font zu ändern. Und es gibt auch keine Möglichkeit, die Abstände zwischen den Zeilen anzupassen. Das ist beim Kindle 3 und auch bei vielen anderen Lesegeräten besser gelöst. Umblättern, entweder über die Tasten hier unten, also über die haptischen Tasten oder mit einem einfachen Wisch übers Display, was wirklich auch nur ja, eine extrem kleine Bewegung sein muss. Aus dem E-Book heraus kann ich, wenn mir ein Wort unklar ist, mir eine Übersetzung dieses Wortes anzeigen lassen. Es sind eine ganze Menge Wörterbücher beim PS 650 inklusive. In dem Fall habe ich ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch voreingestellt, was bei einem deutschen Text natürlich Sinn ergibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Plattenteller hier auswähle, bin mal gespannt, ob das hier inklusive ist, doppelklicke ich das an und ja, hab keine korrekte Übersetzung, wenn ich das hier auf den ersten Blick so sehe. Ist natürlich auch ein relativ ungewöhnliches Wort, aber zumindest mal eine Aufteilung. Also habe hier Plattenbau übersetzt, Blätter, Blätterei und so weiter. Platz. Also bin ich hier schon mitten im Wörterbuch und kann vor- und zurückblättern. Collins German English Dictionary nennt sich das. Und mir auch ein beliebiges anderes Wort anzeigen lassen oder übersetzen lassen. Also ihr seht schon, das Ganze ist so ein bisschen Google Instant mäßig aufbereitet. Also ich gebe einen Wortanfang ein und mir werden verschiedene Wörter vorgeschlagen. Genau, und springe dann auf eine beliebige Seite oder auf die entsprechende Seite des Wörterbuchs, wo ich dann die Übersetzung dieses Wortes, aber auch anderer Wörter angezeigt bekomme. Diverse Bearbeitungsfunktionen aus dem Text heraus gibt es natürlich auch. Kennen wir größtenteils schon vom PS 600. Also ich kann Text markieren hier, kann ein bisschen herumskribbeln oder Anmerkungen machen, nehme dafür mal einen Stylus hier heraus. Es gibt natürlich auch wieder diverse Möglichkeiten, im Text zu arbeiten, Notizen anzulegen, Markierungen zu machen und so weiter. Das mache ich hier über das Kontextmenü. Will darauf auch gar nicht lange eingehen, weil es im Prinzip die gleichen Funktionen sind, wie wir sie auch schon vom PS 600 kennen. Also habe die Möglichkeit, hier Text zu markieren und ein bisschen herumzuskribbeln. Allerdings nach wie vor auch nur mit einer Schriftgröße oder mit einer Schriftdicke, besser gesagt. Also bin da auch ein bisschen eingeschränkt und ja, wie ich finde, mit dem Stylus hier nicht ganz so präzise, wie es mit einem etwas spitzeren Stylus sein könnte. Also muss mich hier schon wirklich konzentrieren, um das einigermaßen rund zu machen. Problem an Markierungen hier ist, dass ich sie nicht ordentlich exportieren kann. Also ich kann über die Sony Library, die Sony Software
von PC oder Mac heraus mir diese Notizen anzeigen lassen, allerdings nicht im Kontext der Datei, in der ich diese Notizen gemacht habe, was dann in der Praxis relativ wenig sinnhaft im Endeffekt ist. Also die Darstellung der Notizen und der Anmerkungen hier ist nur wirklich auf dem Lesegerät selbst dann zu gebrauchen. So. Zurück im Hauptmenü und nochmal ganz kurz auf die PDF-Darstellung des PRS650 eingegangen. Nur kurz, weil es dazu ein eigenes 5-minütiges Video gibt, in dem der Produktmanager von Sony diese Funktionalität ausführlich erklärt. Insofern will ich da auch nicht viel Zeit drauf verschwenden. PDF-Darstellung ist deutlich verbessert worden beim PRS650. Habe hier verschiedene Vergrößerungsmöglichkeiten oder eher Anpassungsmöglichkeiten des Textes, was zum Beispiel hier die Anzeige an der Tageszeitung betrifft, einer relativ alten Ausgabe der Taz. Kann hier direkt rein und raus zoomen. Also einen stufenlosen Zoom habe ich hier und dann auch die Möglichkeit, mit dem Finger sozusagen im Text hier herum zu navigieren. Was okay funktioniert, allerdings muss man, egal bei was für großformatigen Dateien, natürlich immer sagen, dass ein größerer Bildschirm einfach mehr Möglichkeiten bietet und eine bessere Textanzeige bietet. Also im Rahmen der 6 Zoll Bildschirmdiagonale macht Sony hier wirklich mit vielen verschiedenen Anpassungs- und Anzeigemöglichkeiten das Beste aus seinen Möglichkeiten. Allerdings ist ein 9 Zoll oder ein 9,7 Zoll Lesegerät, wie es ja so der typische Formfaktor für Zeitungs- und Zeitschriftenlesegeräte ist, schon die erste Wahl, ganz klar. Mein Fazit zum PRS650: Sony hat bei der Überarbeitung der Touch Edition hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Der größte Nachteil des Vormodells, das milchige, kontrastschwache und spiegelnde Display, ist beim PRS650 wirklich zu einem Vorteil umgemünzt worden. Der Touchscreen hier macht richtig Spaß, die Bedienung darauf, die Navigation ist schon wirklich eine ganz andere Liga, als so ein haptisches Bedienelement zu haben, für wegen Steuerkreuz zum Beispiel, oder ein Joystick, auf dem ich rumzuklicken habe. Also das Ganze geht einfach viel intuitiver von der Hand. Ich sehe eine Datei, die mich interessiert, klicke sie an und bin im Buch. Auch die praktischen Vorteile, zum Beispiel jetzt hier direkt ein Wort markieren zu können, was ich dann in der Übersetzung angezeigt bekomme. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, verschiedenste Wörterbücher sind jetzt hier inklusive, ist schon wirklich ein, ja, praktischer Vorteil, ein Mehrwert, der mir hier geboten wird. Auf der anderen Seite, was mir hier fehlt und was ich mittlerweile im Oktober 2010 für 230 € in einem elektronischen Lesegerät auch wirklich erwarte, ist eine Wireless Connectivity. Also ein WLAN-Modul, mit dem ich zum Beispiel Notizen, die ich hier angelegt habe, oder Markierungen, die ich in einem Buch gemacht habe, auch irgendwie rausbekomme aus dem Gerät, mir am besten per Mail zusenden kann. Der iRiver Cover Story hat mich in der Beziehung wirklich beeindruckt und begeistert. So ein Mail-Client wird dem Sony Reader auch wirklich gut zu Gesicht stehen, eben weil ich auf diesem Gerät auch richtig gut Text tippen und ja, lesen kann. Auch der Bezug von Literatur, den wir hier im Test natürlich jetzt nicht gesehen haben, weil er über den PC abläuft, ist eine Qual, kann man schon sagen. Also gerade wenn wir es mit eher DRM-geschützter Literatur zu tun haben, Adobe Digital Editions ist nicht wirklich das benutzerfreundlichste Programm der Welt, und damit Literatur auf so ein Lesegerät zu übertragen, wird Anfänger und Einsteiger schon mal vor Probleme stellen und ist einfach unbequem, gerade im Vergleich zum Kindle, wo ich im Kindle Store einkaufen kann und ein E-Book innerhalb von, ja, ein paar Sekunden dann noch direkt wirklich anfangen kann zu lesen. Das ist schon ein deutlicher Nachteil, wenn man bedenkt, wie gesagt, Kindle 3, auch ein Lesegerät der allerneuesten Generation, ist einfach 90 € günstiger. Ist das schon wirklich ja, ein Grund, bei der Kaufentscheidung nochmal nachzudenken? Ansonsten.